Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch mit uns beiden, ganz traditionell, aber nicht an einem Sonntag, sondern an einem Freitag. Ich kann am Sonntag das Video nicht drehen, denn ich habe am Samstag Geburtstag und ich weiß noch nicht so genau, was los ist, ob jemand kommt oder nicht. Irgendwie ist eine Überraschung geplant, ich habe keine Ahnung. Deswegen sorge ich lieber vor und drehe dies hier an einem Freitag und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich hatte eine schöne Woche. Ich habe wieder gedreht, ich war im Studio und habe gearbeitet und habe diese Woche wieder besonders viele coole Sachen gemacht, fällt mir mal so auf. Und unter anderem habe ich mich auch mit lieben Freundinnen getroffen, Freundinnen, die ich noch nicht so lange kenne und Freundinnen, die ich schon länger kenne. Und das war sehr, sehr schön und hat mir richtig, richtig gut getan. Ansonsten habe ich versucht, mich mental darauf vorzubereiten, dass ich ein Jahr älter werde. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, als wenn ich irgendwie ein Problem hätte, damit älter zu werden. Tatsächlich ist Älterwerden für mich gar nicht so ein großes Problem, zumindest noch nicht. Vielleicht kommt nochmal der Punkt, wo ich denke, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Ich glaube, der einzige Geburtstag, der tatsächlich für mich schwer in den Kopf zu kriegen war, war von 15 zu 16, weil für mich 16-Jährige immer unheimlich erwachsen waren. Oh Gott, was hatte ich in der Birne? Aber gut, solche Dinge empfindet man eben einfach in bestimmten Lebensabschnitten. Und für mich waren 16-Jährige immer unheimlich erwachsen und es passte für mich nicht zusammen, dass ich, die noch unheimlichen Spaß an Puppen und Spielen hatte, dass ich 16 wurde. Das war für mich absurd. Ich habe aber in den letzten Jahren festgestellt, dass ich wahrscheinlich wie mein Opi bin und dieses kleine Kind in mir immer da sein wird, egal wie alt ich werde. Und dass ich nach außen hin zwar so tue, als wäre ich erwachsen, aber dass ich dieses Kind in mir leben lasse oder leben lassen kann oder eigentlich kann ich mich gar nicht dagegen entscheiden, denn ich das einfach wie ich bin und dass ich das einfach regelmäßig rauslasse. So ist der Plan. Älter werden ist echt so eine Sache. Einerseits habe ich das Gefühl, das ist irgendwie was Gutes, denn wenn du mir jetzt die Möglichkeit geben würdest, nochmal 17 zu sein, würde ich sie nicht annehmen, weil das war wirklich... Ich bin so froh, dass sich Dinge verändert haben in meinem Kopf. Ich bin so froh, dass ich mich weiterentwickelt habe. Ich bin so froh, dass ich viele, viele, viele Dinge verstanden habe. Ich möchte nicht wissen, was ich in 20 Jahren über dieses Ich denke, was ich jetzt gerade bin. Und wie oft ich mir dann an den Kopf fassen werde über die Dinge, die ich gedacht und getan habe. Von daher wird das eine sehr interessante Reise. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, ich werde älter und ich verstehe Dinge und ich entwickle mich weiter, aber... Ganz oft habe ich auch das Gefühl, ich tue nur so, als wäre ich erwachsen. Ich habe gedacht, okay, wenn du zu Hause aussiehst, dann bist du auf jeden Fall erwachsen. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du mit deinem Freund zusammenziehst, dann bist du auf jeden Fall erwachsen. Nein. Dann habe ich gedacht, okay, wenn dein Studium vorbei ist, dann fühlst du dich definitiv erwachsen. Nein. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin ein kleines Mädchen und tue halt so, als wäre ich erwachsen. Auch wenn sich offensichtlich Dinge verändert haben, aber... Ja, das ist irgendwie ein komischer Gedanke, aber ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen von euch auch noch so geht. Ich erinnere manchmal auch noch meine Omi, wie sie sich so als alte Frau im Grunde im Spiegel angeguckt hat und ihre Mütze aufgesetzt hat und ihre Haarsträhnen so ein bisschen aus dem Gesicht. Und dann hat sie in den Spiegel geguckt und gesagt, irgendwie werde ich älter, aber ich bin immer noch das 17-jährige Mädchen. Und in dem Moment, als sie das gesagt hat, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Aber jetzt kann ich diesen Gedanken sehr, sehr gut verstehen und ich glaube, es geht mir sehr ähnlich. Und ja, das ist schon irgendwie witzig. Noch kann ich das so aus vollem Herzen sagen, denn ich freue mich tatsächlich wirklich noch aufs Älterwerden. Ich freue mich darauf, dass ein neues Lebensjahr kommt, dass ich wieder die Möglichkeit habe, Dinge zu sehen und zu tun und zu erleben und dass so viel in meinem Leben noch auf mich zukommt und ich bin so gespannt, was das noch alles ist und ja, das Leben ist schön. Was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe für das neue Lebensjahr, ist mir von meiner Omi, die ich noch habe, abzugucken, wie man das Leben genießt. Denn meine Omi hat ein so viel aufregenderes und spannenderes Leben als ich. Omi, wie machst du das? Immer als sie unterwegs sind, irgendwelche coolen Sachen erlebt. Und ich glaube, ich muss sie echt mal mit Zettel und Stift anrufen und sagen, so Omi, ich hätte gerne eine Anleitung. Und los! Die erste Frage heute kommt von Julia. Hallo! Und sie fragt, was motiviert dich dazu, diese Videos zu machen? Zum einen sind diese Videos ein Ventil für mich, einfach um all das, was ich so in mir habe, so ein bisschen nach außen zu pusten. Ich glaube, nirgendwo sonst hat man die Möglichkeit, so viel Kreativität rauszulassen und so viel auszuprobieren. Und ich habe schon als Kind sehr, sehr gerne Videos gemacht mit der alten Videokamera von meinem Opi und sehr, sehr gern daran geschnitten. Ich habe wirklich wochenlang am gleichen Video geschnitten, einfach Dinge ausprobiert mit meinem tollen Schneideprogramm, was am Ende Tonfehler reingehauen hat. Egal. Auf jeden Fall hat mich das schon immer interessiert und es hat mir schon immer Spaß gemacht. Und jetzt so, je älter man wird und je mehr man lernt und je mehr man
man so erfährt und ausprobiert. Das kann man alles teilen mit Leuten, die das gucken und denen man damit helfen kann. Und ich glaube, das ist der zweite große Punkt für mich persönlich. Ich habe halt ein riesengroßes Helfersyndrom. Und wenn es tatsächlich Dinge gibt, die ich sage oder tue oder zeige, die irgendwem da draußen von euch irgendwie helfen können, macht mich das extrem glücklich. Wahrscheinlich muss man sagen, dass dieses Videodrehen eine sehr egoistische Sache ist, denn es macht mich so derart glücklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die zweite Frage heute kommt von Elia. Hallo. Und sie hat mir eine E-Mail geschrieben, in der sie mir beschrieben hat, dass sie im Moment in einem Studium steckt und dass sie damit irgendwie sehr, sehr, sehr unglücklich ist. Sie schreibt unter anderem, ich bin todunglücklich. Mein Leben ist so schön, aber dieses Studium überschattet einfach alles. Ich merke einfach immer wieder, dass mich die Fächer und deren Inhalt nicht wirklich interessieren und ich absolut keine Leidenschaft für das habe, was ich da tue. Sind das alles Zeichen dafür, dass es nicht das Richtige für mich ist? Das größte Problem dabei aber sind meine Eltern. Ich bin die Älteste und somit die erste von meinen Geschwistern, die studiert. Bis jetzt war ich immer die perfekte Tochter, die einen Plan hatte. Ich werde leider nicht wirklich von ihnen ernst genommen, wenn ich sage, dass dieses Studium die falsche Wahl war. Was soll ich tun? Du Liebe, als ich deine E-Mail gelesen habe, ist mir echt schwer ums Herz geworden, denn ich kann die Situation sehr gut nachvollziehen. Ich selber habe ähnliche Gedanken gehabt wie du während meines Studiums und ich kenne sehr viele, die in einer ähnlichen Situation gesteckt haben wie du. In deiner E-Mail klingt es so ein bisschen so, dass du das Gefühl hast, du brauchst so ein bisschen die Bestätigung von außen, dass das, was in deinem Kopf eigentlich schon klar ist, auch in Ordnung ist. Ich bin auch jemand, der ungern Leute enttäuscht. Von daher kann ich dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, die meisten wünschen sich, dass ihre Eltern stolz auf sie sind. Die meisten wünschen sich, dass sie etwas tun, was die Eltern gut finden und dass sie die Erwartungen, die andere an sie stellen, erfüllen. Und ich glaube, dieser Gedanke ist sehr, sehr normal. Aber man darf dabei absolut nicht vergessen, dass die anderen nicht dein Leben führen. Du bist letztendlich diejenige, die dieses Studium durchziehen muss. Du bist diejenige, die ihre Lebenszeit in dieses Studium steckt. Du bist diejenige, die am Ende dieses Studiums damit in einen Job geht, den sie ein großes Stück ihres Lebens höchstwahrscheinlich tun wird. Und natürlich wollen die meisten Menschen um einen rum, die einen gern haben, einem nichts Böses, wenn sie einem raten, dazu das Studium weiter durchzuziehen. Denn ich glaube, es ist auch normal, dass man Phasen im Studium hat, wo man denkt, das kotzt mich hier alles an. Ich glaube, ich habe in meinem Germanistikstudium bestimmt 3 Semester dieses Studium gehasst. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das nicht fertig machen will. Aber ich konnte auch nicht so richtig loslassen, weil es immer noch wieder Aspekte gab, wo ich dachte, ja, okay, aber diese kleine Sache ist dann doch ganz cool. Das eine Seminar ist toll oder diese eine Dozentin, die ist irgendwie motivierend für mich. Und deswegen habe ich es überhaupt durchgezogen. Ich persönlich glaube, dass die meisten von uns nicht ihr ganzes Studium lang denken, boah, geil, das ist total mein Ding, sondern dass es schon immer so Höhen und Tiefen gibt, dass es immer wieder Momente gibt, wo man denkt, ah, es nervt mich alles. Und Momente dann auch, wo man denkt, das macht jetzt richtig Spaß. Aber wenn du nur noch Momente hast, in denen du denkst, das ist hier alles Kacke und das über einen langen Zeitraum hast, dieses Gefühl, ist das nicht nur Scheiße, sondern es macht dich auch krank irgendwann. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen das Studium richtig, richtig blöd ist, aber das, was man am Ende damit machen kann, richtig viel Spaß machen kann und richtig toll ist. Das muss man natürlich dann auch abwägen, wenn man sagt, okay, mich interessiert so derart das, was ich am Ende mit diesem Studium machen kann, dass man sich dann auch zwingt, dieses Studium durchzuziehen. Aber wenn man weder das Studium interessant findet, noch sich irgendwie motivieren kann dafür, noch am Ende denkt, okay, zumindest mit dem Abschluss kann ich coole Sachen machen, weiß ich nicht, wo der Punkt ist. Ich sage auf keinen Fall, brich dein Studium ab und geh und sei ein Hippie oder so. Aber was ich sage ist, dass man sich sehr wohl darüber bewusst sein muss, dass die Zeit vergeht und dass das deine persönliche Zeit ist, in der du so viele Dinge tun kannst und du solltest nur danach entscheiden, was du möchtest, was du dir vorstellst für dein Leben, wo du hin willst und nicht danach, was andere denken, was gut für dich wäre. Denn wie können andere besser wissen, was gut für dich ist? Das weißt nur du selbst. Ich weiß, wir wollen so gern Erwartungen erfüllen. Ich weiß, wir wollen gerne Menschen glücklich machen. Aber ich habe festgestellt, dass man natürlich am Anfang erstmal auf Gegenwind stößt, wenn man Dinge tut, die erstmal nicht so ganz verständlich für andere Leute sind. Aber das legt sich mit der Zeit. Denn wenn du was tust, was dir Spaß macht und wenn du was tust, für das du leidenschaftlich empfindest, dann bist du automatisch gut darin. Es ist ganz, ganz selten, dass man für was richtig große Leidenschaft empfindet und dann ganz grottenschlecht darin ist. Zumindest ist das meine Erfahrung. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, Dinge zu tun, die dir Spaß machen oder für Dinge zu arbeiten, die dir Spaß machen werden, wirst du damit Erfolg haben. Und wenn sich der Erfolg einstellt, kommt automatisch auch wieder das Verständnis von den anderen, die dann sehen,
Aha, okay, das kann ich nachvollziehen, aber du solltest auf keinen Fall das Verständnis der anderen als deine Grundlage nehmen, um Dinge in deinem Leben zu entscheiden. Mach dir unbedingt bewusst, dass es zwar gut ist, dass man sich mit Menschen über Dinge unterhält, dass man, bevor man Entscheidungen trifft, sich Meinungen von links und rechts einholt. Das ist immer eine gute Sache, denn manchmal tendieren wir dazu, in eine bestimmte Richtung zu rennen und so ein bisschen blind zu sein und hinterher zu denken, ah, verdammt. Aber selbst wenn das passiert, ist es dein Fehler und du ziehst wieder für dich Dinge daraus und lernst dich besser kennen und verstehst das Leben besser. Diese Dinge würdest du nicht lernen, wenn alles glatt läuft. Das heißt, Fehler sind nicht grundsätzlich was Schlechtes. Aber am allerwichtigsten sollte sein, was du denkst, was du fühlst, welche Träume du hast, welche Vorstellung vom Leben. Denn es ist dein Leben. Ich sag das immer so und man sagt es auch so schnell daher, aber das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Sag dir den Satz mal im Kopf, es ist dein Leben und niemand außer dir hat zu bestimmen, was darin passiert und wie es passiert. Von daher bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du schon weißt, was du tun willst, dass du weißt, in welche Richtung du gehen willst. Denn allein in deiner E-Mail, neben den Worten und zwischen den Zeilen, kann man sehr, sehr eindeutig lesen, was du da gerade empfindest und in welche Richtung du eigentlich gehen willst. Die nächste Frage kommt von Maria. Hallo. Und sie schreibt, liebe Ella, ich merke immer wieder, wie seltsam ich bin. Ich bin nicht so sportlich wie andere, so gut in der Schule wie andere, einfach nicht so perfekt. Wie hast du es geschafft, perfekt zu werden? Ehrlich gesagt bin ich irgendwie so ein bisschen geplättet von deiner Frage, was nicht bedeutet, dass deine Frage doof ist, denn es gibt, glaube ich, keine doofen Fragen. Mach dir keine Platte deswegen jetzt. Aber wieso denkst du, ich bin perfekt? Ich verstehe das nicht. Ich versuche so regelmäßig in diese Videos immer wieder einzubauen und immer wieder auch in diesen Videos zu zeigen, dass ich eben nicht perfekt bin. Das geht schon mal im Äußerlichen los, dass mir ganz viele Leute schreiben, sie finden mich so wahnsinnig hübsch und ich sehe immer so toll aus, bla bla bla. Aber ihr vergesst dabei, dass ich mich natürlich zurecht mache für diese Videos, dass ich eine sehr, sehr liebe Kamera habe, die bestimmte Dinge verschwinden lässt und andere Dinge besser aussehen lässt als in Natura. Da geht es schon wieder los, sprechen kann nämlich auch nicht. Und ich habe ein Filmlicht, was mich perfekt ausleuchtet, was man ja so im normalen Leben auch nicht so richtig hat. Denn ich glaube, die wenigsten von uns haben so ihren persönlichen Lichtträger im normalen Leben. Und auch als Mensch bin ich nicht perfekt. Ich habe genauso wie jeder andere Mensch auch Fehler und ich mache Dinge falsch und erzähle manchmal Blödsinn oder bin tollpatschig, zerstöre Dinge, bin manchmal zickig und doof und ich bin nicht perfekt. Hört bitte auf, das zu denken, denn wenn ihr das denkt, dann fangt ihr an, euch zu vergleichen und denkt, oh Gott, sie ist so toll und ich bin es nicht und das ist ein ganz, ganz blöder und ungesunder und schlechter Gedanke. Hört auf damit. Liebe Maria, ich bitte dich aus der Tiefe meines schwarzen kleinen Herzens, hör auf, dich verändern zu wollen. Bitte, bitte, bitte. Genauso wie du jetzt bist, mit allen Dingen, die super an dir sind, mit allen Dingen, die nicht so super an dir sind, bist du perfekt. Denn du bist du und es gibt keine andere Maria wie dich auf dieser Welt. Wie gesagt, dein erster Satz, nämlich ich bin seltsam, macht dich sehr sympathisch, denn ich bin auch seltsam und ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt ist in irgendeiner Form seltsam. Und ehrlich gesagt sind mir vor allem die Leute sympathisch, die das annehmen und die sagen, ja, ich bin manchmal total gut und ich mache manchmal Sachen richtig super, aber genauso gut gibt es Momente, wo ich denke, was zum Henker rede ich da? Warum zum Henker mache ich das? Ja, es gibt bestimmt Dinge, die du nicht so gut kannst. Es gibt bestimmt auch Dinge, die nicht so super an dir sind, aber genauso sicher gibt es ganz viele Dinge, die total gut an dir sind und die dich besonders machen. Und es gibt mit Sicherheit Dinge, die du besser kannst als viele, viele andere Leute. Und das ist immer so ein bisschen schwierig rauszufinden, weil einem die eigenen Stärken nicht vorkommen wie Stärken, weil sie so leicht sind und es geht einem so von der Hand und man denkt irgendwie, es kann doch jeder, genauso wie ich ganz lange dachte, wieso ist eine Stärke denn mit Menschen umgehen zu können, das kann doch jeder, aber nein, es kann nicht jeder, das ist tatsächlich eine Stärke von mir und es hat sehr lange gedauert für mich, um das rauszufinden und ich habe es nicht ohne Hilfe geschafft, sondern ich musste tatsächlich Leute von außen haben, die mir sagen, aber wieso, das kannst du doch besonders gut. Es dauert, will ich damit nur sagen. Also nur weil du jetzt gerade nicht siehst, was du besonders gut kannst und was dich ausmacht, heißt es nicht, dass es nichts gibt. Es gibt definitiv Dinge und du wirst sie finden. Ich persönlich bin zu einer bestimmten Zeit des Monats eine unerträgliche Zicke und ich kann echt froh sein, dass ich einen Freund habe, der das versteht. Und ich merke dann immer nur, dass ich irgendwie blödes Zeug erzähle und mich ärgere über jeden Mist, den er macht und dann atmet er und es nervt mich. Und mein Glück ist, dass anstatt er wütend wird, guckt er mich an und sagt, welche Zeit des Monats haben wir? Und ich denke, was für eine blöde Frage! Und dann rattert es bei mir im Kopf und ich denke, oh, okay, vielleicht sollte ich ins Nebenzimmer gehen und mich da einschließen für die nächsten 3 Tage. Aber das ist eben was, an dem ich arbeiten kann. Das ist was ich mir einfach angucken kann und wo ich mich immer besser auch mit der Zeit
selbst beobachte und schon, bevor es andere verstehen, selber verstehe. Heute ist kein Tag, wo ich mich viel unter Menschen begeben soll. Heute ist kein Tag, wo ich Dinge, die Leute sagen, wahnsinnig ernst nehmen kann, denn ich werde sie immer in eine bestimmte Richtung interpretieren. Und je besser ich das verstehe, desto besser kann ich mit diesen Tagen umgehen und desto leichter wird diese Schwäche von mir. Und genauso ist es mit vielen, vielen anderen Dingen auch. Aber es gibt eben auch Dinge, die an mir sind, die nicht perfekt sind und die ich mag. Ich finde zum Beispiel nicht schlimm, dass ich tollpatschig bin. Ich kann wahnsinnig gut über mich selbst lachen. Und der Fakt, dass ich tollpatschig bin, gibt mir immer wieder Situationen am Tag, wo ich neben mir stehe und mich einfach kaputt lache über mich selbst. Genauso gut hat meine Schwäche, dass ich ein Träumer bin und dass ich einfach meine Gedanken schlecht sortieren kann und dass ich oft einfach Dinge vergesse, hat mich dazu gebracht, mich zu organisieren und hat mich dazu gebracht, mehr über Organisation zu lernen, und nur deswegen kann ich manchmal da sitzen und euch Dinge erzählen, die euch weiterbringen. Versteht ihr, was ich meine? Unperfekt sein heißt nicht schlechter zu sein. Für mich ist unperfekt sein perfekt sein. Ich hoffe wirklich von Herzen, Maria, ich konnte dir ein bisschen helfen. Hört auf, so kritisch mit euch zu sein. Macht euch nicht kleiner, als ihr seid, und nehmt euch an. Denn Leute, das ist euer Job. Es ist eure Aufgabe, euch anzunehmen. Es ist eure Aufgabe, euch als Mensch zu verstehen und euch zu mögen. Denn wenn ihr es nicht könnt, dann können es andere Leute auch schlecht. Fangt an, euch zu mögen. Es ist nicht schwer. Am Anfang, ja, ist es schwer. Und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich dachte, ich bin fett und klein und hässlich. Aber wenn man erstmal versteht, dass die unperfekten Dinge an einen perfekt machen und einen besonders machen, dann ist es leichter, sie anzunehmen. Also versucht das vielleicht im Hinterkopf zu behalten, denn ihr seid super, wie ihr seid. Puh, das war jetzt mal wieder eine riesengroße Schippe Hippie. Wenn ihr noch mehr davon braucht, verlinke ich euch hier den Kaffeeklatsch von letzter Woche. Und wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr über mich zu erfahren und einen sehr seltsamen Vintage TMI-Text zu sehen, Tag zu sehen, dann klickt ihr hier. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, und wenn ihr mögt, sehen wir uns am Dienstag. Bis dann. Tschüss.